So Leute, willkommen zu einem neuen Part von Mario Kart 8 Online. Und gleich eine traurige Nachricht, denn es ist der letzte Part Mario Kart 8 Online auf meinem Kanal. Schnief, schnief, wein, wein und so weiter und so fort. Oh Mann. Ich wollte eigentlich die 100 Parts voll kriegen, aber leider habe ich es nicht hinbekommen. Tut mir leid dafür. Wir enden hier mit dem 90. Part. Aber ihr fragt doch bestimmt, wieso ist das denn der letzte Part von Mario Kart 8 Online? Du bist doch so richtig gut darin, Fokker. Du bist eigentlich der weltbeste Mario Kart 8 Spieler. Es wäre eine Schande, wenn so ein Talent verloren gehen würde. Und da habt ihr natürlich recht. Also ich würde euch da niemals widersprechen. Niemals würde ich euch mit widersprechen. Aber der eine oder andere von euch weiß es vielleicht schon. Also die coolen unter euch, die mir auf Instagram folgen und theoretisch, wenn ihr mir auf Twitter folgt, könntet ihr es auch schon wissen. Ihr könntet es auch wissen, wenn ihr mir weder auf Instagram noch auf Twitter folgt. Aber ja, folgt mir einfach auf Instagram und Twitter. Ich will das einfach irgendwie ein bisschen attraktiver machen, damit wieder mehr Leute folgen. Deswegen tue ich mal so hip und ihr wisst schon, bla 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 bla. Auf jeden Fall wissen es einige von euch bestimmt schon. Ich habe jetzt eine Switch U. Aber ich habe leider keine Switch U. Dafür habe ich aber auch was Tolles, nämlich eine Nintendo Switch. Ich habe eine Nintendo Switch und dabei habe ich auch noch Mario Kart 8 Deluxe. Das heißt, wie gesagt, Mario Kart 8 Online kommt deswegen jetzt nicht mehr. Aber ihr dürft zweimal raten, was anstelle von Mario Kart 8 Online kommt. Es ist ein bisschen schwierig, ich werde auch keine Tipps geben. Aber wenn ihr gut seid, könntet ihr das erraten. Aber nur wenn ihr gut seid, wenn ihr schlecht seid, dann ist das Rätsel unmöglich. Ich bin schon auf eure Vorschläge gespannt, beziehungsweise auf eure Lösungen gespannt. Ich glaube, keiner wird es erraten. Und Monk hat übrigens ein neues Projekt. Oh, verdammte Axt. Welches das ist, das werde ich euch auch nicht verraten. Es könnte ein bisschen vertraut sein. Es könnte euch, falls ihr auf diesem Kanal momentan jetzt gerade unterwegs seid, also jetzt gerade zuschaut, könnte es euch ein bisschen bekannt vorkommen, aber auch nur ein bisschen. Aber es ist ein brandneues Spiel. Also es ist jetzt nicht irgendwie ein Remake oder so, sondern es ist ein brandneues Spiel. Von dem her, ja... Ich bin Letzter geworden. Jetzt wisst ihr, wieso kein einziger Partner Mario Kart 8 Online kommt. Deswegen, weil ich hier einfach gemobbt werde. Mein Talent wird hier einfach nicht anerkannt. Und es kann sich hier auch nicht entfalten. Aber es freut mich echt richtig, dass wir jetzt eine volle Runde haben. Denn wir sind jetzt 12 Spieler, das heißt die Lobby ist voll. Und das ist doch ein würdiger Abschluss. Eigentlich wäre es ein würdigerer Abschluss gewesen, wenn ich den letzten Part mit euch aufgenommen hätte. So ein paar Community-Rennen. Aber, ja, ich hatte in den letzten Tagen, beziehungsweise in der letzten Woche, ja, in den letzten Tagen, hatte ich relativ wenig Zeit und war mehr oder weniger nonstop müde, weil ich einfach zu viel arbeiten musste. Mecker, bla 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 bla. Ja, ich will mich ein bisschen darüber aufregen. Nee, das ist der Grund, wieso, in Anführungs- und Schlusszeichen so wenig Videos kamen. Es kam fast jeden Tag ein Video, bis auf gestern, da kam kein Video. Weil ich einfach keine Zeit hatte, wie gesagt. Deswegen tut mir leid, aber ich habe ja gesagt, ich werde. Also es ist immerhin eine Steigerung im Vergleich zu letzten Jahr, denn letztes Jahr kamen ein paar weniger Videos. Oder von dem her seid nicht traurig. Aber auf jeden Fall habe ich jetzt vor, also mindestens jeden Tag ein Video zu bringen. Das war. Ich will mich da jetzt nicht auch unter Druck setzen oder so, mich dazu zwingen oder irgendwas ankündigen, dass jetzt jeden Tag mindestens ein Video kommt, weil. Das will ich nicht. Ich will weiterhin nur Videos machen, wenn sie mir auch Spaß machen. Aber momentan machen sie mir Spaß, nur ja, hapert es jetzt so momentan ein bisschen an der Zeit. Aber jetzt sollte es hoffentlich ein bisschen besser klappen. I hope so. Auf jeden Fall muss ich auch sagen, es ist doch eine Umgewöhnung, wenn man vorhin Mario Kart 8 Deluxe gespielt hat. Also ich habe es jetzt nicht vorhin gerade gespielt, aber gestern habe ich es gespielt, vorgestern. Die Tage habe ich einfach ein bisschen gespielt, so nicht online, sondern lediglich offline, da ich das allererste Rennen online mit euch zusammen machen will. Also jetzt nicht als Community-Rennen, sondern ich will das einfach aufnehmen, damit ihr da einfach seht, wie profimäßig ich da einfach unterwegs bin. Verdammt, wieso hat er den goldenen Pilz? Wer hat den grünen Panzer geworfen? Danke. Dann bin ich noch Vierter geworden. Sehr, sehr, sehr cool. Ich steigere mich auf jeden Fall. In diesem Part werde ich definitiv noch Erster. Guter Witz. Also,
Ich bin immer noch ein Scherzbold, wie er im Buche steht. Auf jeden Fall, was ich noch sagen wollte, ist, ich habe jetzt mit Uncharted 4 mein mehr oder weniger erstes, also neues Let's Play angefangen, denn die Videos, die bis jetzt kamen, waren ja lediglich Livestream-Ankündigungen, Mario Kart 8 Parts und Mario Maker Videos, von dem er eigentlich nichts Neues. Und jetzt habe ich wieder ein neues Projekt am Laufen, nämlich Uncharted 4, Thief's End. Was mir jetzt schon richtig Spaß macht, aber gut, ich wusste, dass es mir Spaß machen wird, denn es ist ja von Naughty Dog und ihr wisst ja, ich mag Naughty Dog. So, auf jeden Fall schaut euch das an, kam bis jetzt zwei Parts raus, heute Abend kommt dann der dritte Part raus und ab dann, also ab heute soll Uncharted 4 auch täglich kommen, weil so storylastige LPs bzw. Spiele, da ist es ein bisschen blöd, wenn dann nicht jeden Tag mindestens ein Part kommt, weil dann ist man einfach schnell aus der Story raus und verliert vielleicht auch die Lust daran. Kann ich verstehen. Deswegen will ich zumindest storylastige LPs jeden Tag bringen, weil bei so einem Mario Maker Video, da ist ja keine zusammenhängende Story, was ihr auch vielleicht schon dachtet, sondern das kann man einfach mal so spielen und einfach mal so hochladen. Oder auch bei Mario Kart 8 Online, da rede ich relativ viel Off-Topic. Jetzt bei Mario Maker, rede ich bei Mario Maker viel Off-Topic? Ja, mehr als in normalen Spielen. Aber in Mario Kart 8 zum Beispiel rede ich ja fast ausschließlich Off-Topic. Manchmal rege ich mich darüber auf, wie unfair das Spiel zu mir ist. Und manchmal lobe ich mich selbst in den Himmel, weil ich einfach der allerbeste Spieler bin. Aber größtenteils rede ich ja über andere Themen, die nichts mit dem Spiel zu tun haben. Und ich finde das auch cool so, weil, keine Ahnung, ich habe es ja schon mal gesagt, es ist ein bisschen unsinnig, da die ganze Zeit zu sagen, ja, jetzt fahre ich eine Rechtskurve, jetzt habe ich drei Pilze und so weiter und so fort. Ihr versteht schon, was ich meine. Ich glaube, ihr habt es ganz gut verstanden. Ein Rennen scheiße, ein Rennen ganz okay und jetzt kacke ich wieder ab. Das. Muss ich dazu noch irgendwas sagen? Ne, auf jeden Fall, wie gesagt, schaut euch Uncharted 4 an. Würde mich riesig freuen, wenn ihr das tun würdet. Sind jetzt nicht ganz so viele Zuschauer. Also, ich will mich jetzt nicht, bevor ihr was falsch versteht, ich will mich jetzt nicht darüber beklagen, so, oh, ich habe zu wenig Zuschauer, weil mir war das völlig klar. Mir war es völlig klar, dass nach dem kleinen Anfangshype, als ich mein Ich fange wieder an Video gebracht habe, dass es ein bisschen abflachen wird. Das war mir völlig klar, dass, also, jeder normal denkende Mensch würde auch wissen, dass es so sein wird. Dann will ich noch die Zeit in diesen Rennen, die ich noch habe, keine Ahnung, mache ich noch ein Rennen oder zwei Rennen, ich weiß es nicht genau, schauen wir dann einfach spontan, will ich nutzen, um auch exklusive Infos zu liefern. Zuerst will ich das erstmal mit Uncharted 4 zu Ende bringen. Also wie gesagt, ich will mich nicht darüber beklagen, so, oh, ich habe zu wenig Aufrufe, bla 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 bla, weil, wie gesagt, mir war das sowieso klar, aber vor allem, weil mir die Uncharted-Reihe sehr am Herzen liegt. Fände ich es schön, wenn da ein paar mehr Zuschauer zuschauen würden, aber müsst euch jetzt auch nicht dazu zwingen. Also ich würde mich freuen, wenn ihr mal reinschaut, wenn es euch gefällt, bleibt dran, wenn nicht, dann schaltet halt ab. So, das war das, was ich sagen wollte. Jetzt das nächste, jetzt exklusive Einblicke für euch in die Zukunft meines Kanals. Also so zukünftig ist das jetzt nicht, aber so in eine kurze Zukunft, wenn ihr wisst, was ich meine, es ist ja auch egal. Auf jeden Fall, wie gesagt, Uncharted 4, Thief's End läuft momentan, das werde ich natürlich auch zu Ende spielen. Das ist ja Klärchen. Dann fängt anstelle von Mario Kart 8 ein anderes Projekt an, was ihr auch vielleicht denken könnt, vielleicht aber auch nicht. Und Mario Maker geht weiter, das wird nicht jeden Tag kommen, ab und zu wird es halt kommen. Und ja, dann was ich noch als Livestream-Projekt habe, nämlich Donkey Kong Country Returns, das will ich auf jeden Fall beenden, zu 100%, das steht sowas von klar. Und nach Donkey Kong Country Returns möchte ich ein anderes Stream-Projekt in Angriff nehmen. Ich habe es schon ein bisschen angekündigt in den Streams und ich glaube auch in Mario Kart 8 Videos. Glaube ich zumindest. Ich bin mir nicht mehr sicher, was ich alles da gesagt habe. Auf jeden Fall möchte ich da den neuesten The Legend of Zelda Teil mit euch spielen, nämlich The Legend of Zelda Breath of the Wild. Das habe ich auch für die Switch und wie gesagt, das würde ich mit euch gerne erleben, weil es ein richtig, richtig cooles Spiel sein soll. Und als Let's Play möchte ich es, wie gesagt, nicht unbedingt bringen, weil es doch ein längeres Spiel wird und
ich will nicht zu viele Let's Plays jetzt momentan am Laufen haben, sondern mich erstmal auf ein paar fokussieren. Und ja, deswegen würde ich The Legend of Zelda lieber als Livestream-Projekt laufen lassen. Mit den Livestreams ist auch so eine Sache, so ein klitzekleines Problem. Und zwar habe ich ja gesagt, ich möchte mehr Livestreams machen. Das ist auch korrekt so, ist auch weiterhin so. Das Problem ist aber meistens, ich arbeite meistens abends. Also ich arbeite meistens von, keine Ahnung, von 6 Uhr bis in die späten Morgenstunden, beziehungsweise in die frühen Morgenstunden, je nachdem bis 1 oder am Wochenende auch bis 3. Deswegen, und meistens sind die meisten Leute ja am Abend da, um Livestreams zu schauen oder Videos zu schauen. Und dann ist es ein bisschen blöd, wenn ich da keine Zeit habe, weil ich da arbeiten muss. Deswegen muss ich auch schauen, wie ich das jetzt mit den Livestreams mache, weil, wie gesagt, bei so einem Jump'n'Run wie Donkey Kong Country Returns ist es, finde ich, jetzt nicht so megamäßig schlimm, wenn da eine längere Pause dazwischen ist, zwischen dem einen und dem anderen Livestream. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel mit Legend of Zelda anfangen würde, also Breath of the Wild, wäre es halt, finde ich, echt blöd, wenn ich, keine Ahnung, einmal, weiß nicht, 2 Stunden das Spiel streame und dann kommt wieder eine Woche gar nichts, weil dann ist man so ein bisschen aus dem Flow raus draußen und das ist einfach nicht cool. Deswegen muss ich schauen, vielleicht mache ich es dann einfach so, dass ich kurz mal am Nachmittag ein Stündchen live streame, sodass wenigstens regelmäßig ein bisschen was dazu kommt, wenn dann auch nicht allzu lange. Aber ja, muss ich dann schauen. Dann werden wahrscheinlich nicht ganz so viele Zuschauer dabei sein, aber naja, dann ist es halt so. Ich will es auf jeden Fall regelmäßig bringen. Vielleicht mache ich es bei Zelda auch so, dass ich die Videos dann auch einfach so als ganz normal, also dass ich die Livestreams als Videos veröffentliche auf meinem YouTube-Kanal. Dann ist es doch ein Let's Play, obwohl es ein Livestream, aber die Livestream-Aufzeichnung kann man sich dann anschauen, wenn man denn möchte. Ja, wahrscheinlich mache ich das einfach so. Keine Ahnung. Oder sagt mir, was ihr dazu denkt. Vielleicht habt ihr, sagt ihr auch so, ey, Foka, ich kann abends gar nicht schauen, weil ich selbst abends arbeite oder mir den Buckel volllaufen lasse. Deswegen wäre es mir lieber am Nachmittag, mache bla 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 oder keine Ahnung. Sagt mir auf jeden Fall mal eure Meinung dazu. Würde mich halt so hochbrennend interessieren, denn es geht ja auch euch ein bisschen was an, wenn ihr da zuschauen wollt. Wenn nicht, dann ja, sagt mir auch eure Meinung, dass ihr halt gar nicht zuschauen wollt und gar keinen Bock auf Livestreams habt. Wäre auch okay für mich. So. Also das war eigentlich das, was ich mir doch sagen wollte. Ah, genau. Pokémon wurde natürlich wieder ganz, ganz häufig gefragt. So, ich habe es ja schon mal gesagt, ich möchte möchte spielen, nur spielen, wenn ich auch richtig Bock drauf habe. Ich muss jetzt auch sagen, ich habe jetzt momentan Bock auf Pokémon und würde es eigentlich auch gerne, ich will jetzt wieder nichts sagen, sonst, keine Ahnung, sag mal, ich habe es angekündigt und dann kommt doch nichts. Aber ich habe jetzt momentan doch Lust auf Pokémon, muss ich zugeben. Das heißt jetzt nicht, dass nächste Woche Pokémon Sonne oder Mond als Let's Play erscheint. Also das heißt lediglich, dass es in naher Zukunft erscheinen wird. Wann genau, kann ich auch nicht sagen, will ich auch nicht sagen, weil, wie gesagt, ich will jetzt hier nichts versprechen, was ich dann nicht halten will, halten kann. Aber, wie gesagt, ich habe jetzt schon Lust auf Pokémon, aber es kommt nicht sofort, weil wie gesagt, ich will jetzt auch nicht zu viele Projekte auf einmal starten. Ich glaube, das kann man verstehen. Deswegen geduldet doch bitte noch ein bisschen und dann haben wir alle gemeinsam Spaß wieder mit Pokémon. So, ich hoffe, dieser Part hat euch gefallen, der allerletzte Part. Wenn ihr traurig seid, dann gebt doch einen Daumen nach oben. Wenn ihr nicht traurig seid, gebt auch einen Daumen nach oben, weil es halt der letzte Part ist und ihr euch darüber freut, dass es der letzte Part ist. Deswegen, in beiden Fällen, gebt einfach mal einen Daumen nach oben. Aber was noch viel wichtiger ist, schreibt mir doch einen netten Kommentar, wie euch der Part so gefallen hat, der letzte. Natürlich nicht von dem letzten Part würdig, aber mir haben die 90 Parts richtig, richtig Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Wir hatten ja einige Community-Rennen, nicht nur während den Videos, sondern auch in Livestreams. Und die haben richtig, richtig Spaß gemacht. Und ja, bei Mario Kart 8 Deluxe wird sich bestimmt auch wieder die ein oder andere Gelegenheit ergeben, dass man gemeinsam mit euch spielt, wenn ihr denn das Spiel habt und die Konsole. Aber ja, soweit ich das gesehen habe, haben schon ziemlich viele Leute die Konsole. Ob sie dann auch das Spiel haben, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, ich labere jetzt wieder viel zu viel. Ich hoffe, der Part hat euch, wie gesagt, gefallen. Ich hoffe, ihr seid weiterhin bei den anderen Videos dabei. Und dann wünsche ich euch auch noch einen schönen Tag und einen schönen Abend. Und man sieht sich. Bis dahin. Tüdelü.